Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pac-Man-Yo! Die erste Folge kam ganz gut an, deswegen, ich habe Spaß an dem Spiel und ich möchte euch diesmal... Guck mal, hier stand sogar Pack, habt ihr das gesehen? Diese Punkte haben Pack ergeben. Ich möchte euch diesmal ein paar, Tricks sagen und ihr habt eben schon gemerkt, wenn man nämlich gegen einen anderen Pac-Man gegenknallt, mit dieser Fähigkeit, dass man so huschen kann hier, dann kann man den anderen Pac-Man tatsächlich verletzen, wenn man gleich groß ist. Das finde ich sehr interessant. Und sehr cool. Der ist auf jeden Fall viel zu groß, der Russe hier. Müssen wir erst mal weglaufen. Und ich habe rausbekommen, dass da in der Mitte, wo auch gerade der König ist, ein sehr guter Platz ist. Kommt er da durch? Der kommt da tatsächlich durch. Ich fasse das nicht. Weil da sind sehr viel Obst ist da, was man einsammeln kann. Und Obst bringt am Anfang, und auch wenn man schon richtig groß ist, also eigentlich immer, richtig, richtig viel. Also man wächst wirklich abnormal viel, indem man Obst isst. Ich würd Obst auch immer einem bevorziehen. Es sei denn, man hat wirklich so einen ganz großen Pac-Man, der vielleicht, keine Ahnung, so zwei Drittel von deiner Größe ist, dann lohnt sich auch der Pac-Man. Aber sonst würde ich sagen, wird sich immer Obst lohnen, selbst wenn man schon richtig groß ist. Ansonsten hier dieses weiße Teil, das macht nicht nur, dass man den Gegner fressen kann, sondern das macht ihn auch langsamer, oh Gott. Das hat er gut gespielt. So, der Typ hier will bestimmt den Typen links töten. Der hat nämlich irgendwas in seinem Mund und ich bin mir noch nicht sicher, was genau er im Mund hat. Der hat uns doch eben gerade getötet. Wird das ein Geist sein? Was wird er haben? Wir wissen es nicht. Wir müssen gucken. Hier, oh, alle haben was im Mund. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Wir sind hier gerade eine kleine Fregatte. Ich habe nur dieses Anti-Geist-Ding bei mir drin. Deswegen, ich weiß nicht, was er genau vorhat. Solange er was im Mund hat. Oh Gott, was passiert hier? Okay, einer ist schon... Oh Gott. Das ist nicht... Ja, geil, du bist der Beste. Nein, ich hatte dieses Anti-Geist-Ding, aber er hat mich trotzdem in der Forschung gekillt. Nein! Oh, mein Plan war perfekt und er war richtig gut aufgegangen. Oh, verdammte Hacke. Hätten wir den gekriegt, dann wäre ich richtig riesig geworden. Nein! Ach du Kacke, okay. Bitte lass mich raus. Oh ja, am Anfang würde ich immer diese grünen Dinger holen, weil die einen richtig schnell machen. Und dadurch kann man halt richtig schnell auch die ganzen Obstdinger essen. Immer diese grünen und diese Obstdinger. Am Anfang sind die einfach OP, würde ich sagen. Damit wird man relativ schnell relativ groß. Sonst immer darauf achten, ob Leute was in ihrem Mund haben, so wie dieser Kleine da. Weil die können ja immer mal Geist werden oder so. Die Power-Ups sind schon sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Den können wir fressen. Jetzt nicht mehr, doch vielleicht. Ja, den haben wir bekommen, sehr schön. Bin mir nicht sicher. Wenn wir den jetzt nämlich an... Guck, den können wir jetzt auch essen, weil wir ihn angegriffen haben. Man kann Leute angreifen. Ich weiß nicht, ob das durch ein Update jetzt kam. Aber wenn man ungefähr gleich groß ist und gegen einen gegenknallt... Dann kann man den verletzen. Seht ihr? Ich konnte ihn gerade erst mal nicht verletzen, aber weil ich der Erste war, der angegriffen hat, konnte ich ihn trotzdem fressen, weil er dadurch kleiner geworden ist. Also der aktiv angreift, hat auf jeden Fall den Vorteil. Und jetzt sind wir schon der König. Aha! Nom 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 nom. Kennt ihr das Lied? Das ist voll das coole Lied, Leute. Das gibt's sogar bei Rockband. So, ich als neuer Pac-Man-König verlange von meinen Untertanen, dass sie mir dienen. Und tun, was ich ihnen sage. Jede Schandtat eines Geistes wird mit dem Tode bestraft. Und auch diese kleinen Leute, die kann ich nicht ab. Das kleine Fußvolk muss aufgefressen werden. In meinem Königreich gibt es... Oh Gott, das hat er eingesammelt? Okay. In meinem Königreich gibt es nur wertvolle Pac-Man... Oh, er hat mich langsam gemacht. Das wird auch mit dem Tode bestraft. Oh, der Typ hat bestimmt einen Geist in sich, der da gerade auf uns zukommt. Oh Gott, die sind alle böse. Wir müssen... Gasche, wirk... Nein, nein, der hat einen Geist, der hat einen Geist. Wir müssen hier weg. Nein, nein, hör auf! Was soll das? Aber du kriegst mich nicht. Ich werde dich gleich fressen. Jetzt werde ich dich fressen. Rache! Rache ist die beste Medizin, Leute. Mann! Der Blödmann. Die haben im Team gearbeitet. Der eine hat uns verlangsamt und der andere hat uns dann als Geist gejagt. Richtig assig, Mann. Mag ich nicht. Was, du willst mich fressen? Ja, hast du nun davon? Als ob ich mich hier von einem Geist klein machen lasse. Tch, was die Leute ab und zu denken. Unfassbar. Ich bin der rechtmäßige König in diesem Pac-Man-Land. Könnt ihr es wagen, meine Autorität in Frage zu stellen? Ich glaube, der kann mich fressen. Obwohl, ja doch. Mein, das voll Ernte! Es lohnt sich auch nicht anzugreifen, wenn die wirklich viel zu klein sind. Oh Gott, der wird uns töten, deswegen hauen wir lieber schnell ab. Wir können diesen Hunter eventuell töten, indem wir ein Geist werden. Man wird halt, ihr müsst darauf achten, ihr wird richtig langsam, wenn ihr irgendwas aufisst. Und die Leute sehen halt auch, wenn ihr was drin habt. Stör! No. Oh. Scheiße! War klar, dass er das hat, aber ich habe nicht drauf geachtet. Ich spiele gerade richtig dumm, Leute. Okay, was machen wir? Oh Gott, der will mich fressen. Ich will nicht gefressen werden. Oh, den holen wir uns. Komm her, du. Ich mach dich klein.
So, okay, da haben wir den schon mal geschwächt. Umso mehr man die anderen schwächt, umso stärker wird man selber. Das ist dieses klassische Mobbing-Phänomen. Man macht andere nieder, um selber größer zu sein. Easy. Da bin ich gut drin. Hallo, Hunter, du hast mich gerade getötet, aber jetzt gibt's Rache! Rache für den Geist! Rache für den Geist Dizzy! Und ja, wenn ihr als Geist auch welche tötet, dann werdet ihr auch größer. Oh Mist, was hat er? Er ist ein Geist, natürlich ist er ein Geist. Was auch sonst? Nein, du kriegst mich nicht. Den fressen wir gleich in 3, 2, 1, jetzt. Rache! Ich finde das immer wieder witzig, wie die diese Animation machen. Okay, komm her. Du bist nämlich relativ groß. Schade, er passt da noch durch. Passen wir da auch durch? Ja. Hallo. Du bist tot und du auch. Oh, ich häng fest. Nein, ich häng fest. Jetzt dein Ernst oder was? Kann mich irgendjemand ein bisschen kleiner machen? Ah, ich muss mich selber kleiner machen. Ich hing da einfach fest. Was ist das denn? Okay, das hat sich null gelohnt. Ich bin genauso groß da rausgekommen, wie ich reingekommen bin, obwohl ich einen gegessen habe. So bescheuert. Oh, passt du da nicht durch, du Kleine? Passt du da etwa nicht durch? Das ist ja echt scheiße für dich. Oh, der ist ein Geist. Der ist garantiert ein Geist, der Typ da. Ja, ich habe Angst vor dem. Ich habe vor allen Angst, die irgendwas im Mund haben. Nein, bitte geh weg. Ich bin doch gar nicht König. Stürz doch lieber den König statt mich. Oh Gott. Das Gute ist, man kann vor den Geistern relativ schnell flüchten. Weil wenn die klein sind, dann sind sie nicht allzu schnell. Man muss halt einmal wirklich so ein Speed einsetzen, damit man von denen wegkommt. Aber dann sollte es eigentlich ganz gut sein. Und man muss immer so ein bisschen vorausschauend essen. Sag ich mal. Oh, ihr wollt beide sterben? Na gut. Das ist leider der Lauf der Natur, Leute. Der Stärkere gewinnt. Das Gesetz des Stärkeren. Wayu ist Erster. Ich fass es nicht. Mein Erzfeind ist Erster. Das müssen wir verhindern. Wo ist der? Den suchen wir jetzt. Ah, Wayu, warum bist du Erster und nicht ich? Nö, das ist mein Geist. Wieso konnte ich den trotzdem noch essen? Richtig strange. Okay, egal. So, wir sind jetzt auf jeden Fall auch ein Geist. Wir sind jetzt sicher. Die Sache ist halt, wenn man was in sich drin hat, kann man nichts essen. Also man wird nicht größer. Das ist eher schlecht, wenn man was in sich drin hat. Wenn wir jetzt allerdings relativ schnell den YU finden, dann bin ich sehr glücklich. Aber der trickst mich bestimmt wieder aus. Der ist nämlich relativ gut. Hallo. Ich bin ein Geist. Da ist er doch. Oh shit, ich war ein bisschen zu langsam. Nee, dieser fucking YU. Ohne Witz, den töten wir noch. Ey, das ist jetzt mein Ziel für diese Folge, dass wir den von seinem fucking Thron nochmal runterschmeißen. Fucking YU, der hat mich so oft getötet in dieser Folge. Und sei es mit der blödsten Taktik, die es überhaupt in diesem Spiel gibt. Nämlich als Geist ihn zu töten. Das ist echt richtig lame, aber mir bleibt gerade keine andere Wahl, Leute. Ups. Ja, sorry, ich wollte eigentlich YU töten und nicht dich. Wo ist er? Wir müssen ihn töten. Das kann nicht sein, dass der die ganze Zeit der König hier ist, wenn ich doch der einzig wahre König bin. Jeder weiß, dass ich die Pac-Man am besten anführen kann. König Dizzy wird seinen rechtmäßigen Thron wiedererlangen. Kosse es, was es wolle. Voll Geister hier. Okay, den können wir essen. Komm, fress ihn. Komm, fress ihn doch jetzt auf. Oh Gott, er ist stärker als wir. Wir müssen ihn klein machen. Werd klein, los. Nein, er hat mich wieder gefressen. Scheiße. Und YU ist nicht mehr auf dem Platz 1. Nein, was ist mit YU passiert? Ich wollte ihn stürzen. Jetzt hat irgendjemand anderes das gemacht. Bin nicht zufrieden, Leute. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Dieser verdammte YU hat mich schon wieder gekillt. Was ist los mit dem? Da oben ist er. Ich habe ihn gesehen. Da, YU ist hier oben. Okay, warte. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns für den Krieg vorbereiten. Hier, komischer Geist, töte den Typ. Okay, egal. YU ist schon wieder Zweiter. Das gefällt mir nicht. Der blöde YU. Den kriegen wir irgendwo. Der war irgendwo hier oben. Ein bisschen... Oh, da ist er. Ist leider noch größer als ich. Ich kann nichts gegen ihn machen. Oh nein. Wir wissen irgendwas. Ist hier nicht irgendwo ein Power-Up? YU, so habe ich dich gefunden. Ich werde dich töten. Ja, da. Töte ihn. Töte ihn doch. Nicht mich. Wieso tötest du nicht YU? Okay, den werden wir gleich aufessen. 3, 2 und tschüss. Die Leute sind so blöd. Wenn sie Geister sind, sie wissen immer nicht, wann das Geistsein endet. Da ist das super offensichtlich. Da, YU. Du bist immer noch hier oben irgendwo. Ich weiß es. YU ist schon wieder Erster. Ohne Witz. So ein Dummkopf. Okay, wo bist du? Lollipop, wirst du mir helfen, YU zu töten? Da ist YU. Wir werden ihn verfolgen, bis er tot ist. Bis gar nichts mehr hier geht. Nom. Okay, wir sind neue Nummer 1. Jetzt können wir YU töten. Come on, YU, komm sofort zurück. Ich werde dich auffressen. Egal, was in dir drin ist. Oh, der will mich doch schon wieder austricksen. Oh Gott, hat der einen Geist in sich? Hat er gerade einen Geist zu sich genommen? Oh, oh, oh. Ovo. Oh Gott, hier sind so viele Geister. Überall kommen Geister. Von allen Seiten. Von allen Seiten kommen sie. Nein, das ist mein. Ich bin der rechtmäßige König. Nein, lass mich bitte ruhen.
Das ist doch nicht normal! Da kann man für drei Geister von allen Seiten! Oh Mann! Oh, wie groß ist denn Wayuu bitte? Holy shit! Holy shitty Moni! Nein, Wayuu? Ja, Geist, mach doch! Oh, ja, so blöd! Da war doch der Geist! Wieso tötet er nicht einfach Wayuu? Okay, wir bleiben bei Wayuu in der Nähe. Da ist ein Geist, komm! Wayuu holen wir jetzt noch einmal am Ende. Ohne Witz. Man ist zwar mega langsam, wenn man was in sich drin hat, aber Wayuu holen wir jetzt. Bitte fress mich nicht auf, ich muss Wayuu töten. Danke, 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 Ohr. So, Wayuu, du warst hier irgendwo oben. Den kann man doch gar nicht übersehen. Wo ist er? Ist er nach oben oder nach unten? Kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass er mich einfach fünfmal frisst. Da ist er. So, Wayuu, komm her. Du bist nicht Wayuu. Du bist nicht Wayuu. Warum bist du nicht Wayuu? Wo ist Wayuu? Aber ich glaube, der hat Wayuu getötet, ne? Komm schon, ich will den nochmal töten. Oh, jetzt bin ich wieder Erster, aber ich will doch Wayuu töten und dadurch Erster werden. Oh nein. Mann, ich krieg meine Rache hier nicht. Ich will Rache. Oh, da kommt schon wieder ein Geist an. Oh, sind da schon wieder zwei Geister? Oh nö, ich habe keinen Bock auf euch. Ich fress dich gleich, wenn du hier blöde Sachen machst. Okay, die bekämpfen sich hier. Hallo Lollipop. Ey Lollipop, ich mag dich. Ich mag Lollipops. Ey Lollipop, komm mal her. Ich will an dir lucken. Ich will dich lutschen. Komm her. Komm Lollipop. Hallo, wir sind sowieso gleich groß. Ich kann dich eh nicht fressen. Oh, 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 verdammt. Bitte dreh ich nicht um. Nein, Lollipop, ich speck gar nicht so gut wie du. Du speckst besser als ich. Tschüss. Ich hoffe, Wayuu ist noch da. Ich will meine Rache, ohne Witz. Nur einmal. Wo ist er hin? Wayuu, warum du? Und warum nicht ich? Lol, wieder selbst getötet hier, die Leute. Lollipop, 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 Lollipop. Nein! Okay, ich glaube, Wayuu ist sowieso gequittet. Ich habe meine Rache leider nicht bekommen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser kleinen Folge mit Pac-Man IO. Ich hab's zumindest. Pac-Man IO ist ein richtig schönes Spiel wieder. Richtig schönes IO-Spiel. Das gefällt mir. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.